Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge in meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich mir wieder nette Items angeschafft, die meiner Sammlung fehlen. Diesmal geht es um ein Toy und ein Pet. Das letzte Mal hatten wir ja uns ein bisschen um die fehlenden Rezepte gekümmert, beziehungsweise davor um den Mount. Dachte ich mir, jetzt sind mal wieder Toys und Pets dran. Um was geht's genau? Und zwar habe ich mir von der BlizzCon einen schicken kleinen Murloc angeschafft. Und zwar möchte ich euch den mal zeigen. Jetzt geben wir hier mal. Ach, warte, wenn ich da BlizzCon eingibt, dann macht das wenig Sinn. BlizzCon. Jetzt seht ihr, hier sind diese ganzen BlizzCon-Pets. Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und den ich mir angeschafft habe, ist dieser hier. Das ist der Gurkli. Und der ist von der BlizzCon 2009, also sprich schon von einer bisschen älteren. Und den werden wir jetzt einmal beschwören. Und schauen, dass wir mal einen Ticken näher hingehen. Und da seht ihr neben mir, das ist quasi so ein kleiner Murloc mit, ja, oh, ihr seht ihn nicht, weil da die Kamera ist. Machen wir das mal andersrum. So, nicht verstecken, kleiner Murloc. Vielleicht gehen wir nochmal einen Ticken weiter weg. Hier unten seht ihr ihn. Das ist der kleine Murloc. Der fängt dann auch an, so ein bisschen zu zielen und zu schießen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist von der alten BlizzCon. Und den hat man quasi dadurch bekommen, dass man damals so ein Ticket gekauft hatte, beziehungsweise wirklich auf der BlizzCon dort vor Ort war. Und diese Pets, die bewegen sich in auf eBay so zwischen, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 350 und 500 Euro bewegen sich die so in etwa. Und ich habe wen gefunden, wo man das sich ein bisschen günstiger holen kann. Warum sind die Dinger so teuer? Weil halt einfach das jetzt über 10 Jahre her, oder ja, ein bisschen über 10 Jahre her ist, und dementsprechend kaum noch Codes vorhanden sind. Jetzt können wir mal gucken. Ich habe da ja auch noch einmal ein Sheet, wo ich das immer eintrage. Beziehungsweise wir können mal gucken, was ich noch brauche. Und ich kann euch auch mal die anderen BlizzCon-Pets zeigen. Ein Pet von der BlizzCon brauche ich noch. Das ist hier der Murky. Das war der allererste, den man 2005 gekriegt hat. Und das ist auch mit Abstand der teuerste. Ich habe das in meinem Sheet, glaube ich, ein bisschen falsch drin. Aber da sind teilweise welche, die 5.000 Euro auf eBay kosten, diese Murky-Dinger, und mal gucken, ob ich da mal irgendeinen finde, der einigermaßen sinnig ist. Achso, mit dem Preis wollte ich nur sagen, ich habe jetzt für den 225 gezahlt, was auch viel Gold ist, oder nee, Gold war es ja nicht, 225 Euro habe ich gezahlt, ist auch viel an Euronen, aber im Vergleich zu dem durchschnittlichen Marktwert von dem Ding war es nur einigermaßen günstig, und zwar habe ich da über ein paar Wochen eine Auktion verfolgt. Da hat so ein Italiener, kein Seller, sondern eine Privatperson, schätze ich mal, auch der hatte vorher auch nur eine Auktion getätigt, hatte den drin, dass er anscheinend eine Karte seit 10 Jahren in einer Schublade hat, hatte der drin stehen gehabt. Und bei sowas muss man mal aufpassen tatsächlich. Die meisten Sachen, die ich gekauft habe, sind von größeren Sellern, die halt schon irgendwie 10.000 Zehntausende Sachen verkauft haben auf eBay. Da siehst du einfach, okay, der hat viel verkauft, der hat eine riesen Palette im Angebot, der wird kaum scammen. Bei so jemanden kann es dir natürlich immer passieren, dass du gescammt wirst. Ich habe mit dem ein bisschen hinterher geschrieben, habe den dann auch konnte ein bisschen falschen und habe, denke ich mal, einen ganz guten Preis für das Pad rausgehandelt. Klar, ist es natürlich trotzdem noch viel Geld, ne, für den kleinen Möller. Er ist aber nett, hat lustige Animationen. Ob der für den Kampf gut ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das müsste ich mal noch ausprobieren. Ja, dann schauen wir uns mal die ganzen Murlocs an. Die es gibt, vielleicht, wer die älteren Videos noch nicht gesehen hat, für den ist das interessant. Also der erste, den es gab, ist hier quasi der Murky von 2005. Dann haben wir hier Zornbringer, Murky, das ist von BlizzCon 2006. Dann haben wir die Todesflosse, der ist von 2010. Dann Standuin, der ist von 2019. Mercadin ist von 2015. Der Murkalot ist von 2013. Dann Mirko Ablo, der ist von 2011 von der BlizzCon. Dann haben wir den Kürassier Murky, der ist 2016 von der BlizzCon. Die Sylvanas oder Krillvanas, so rum, auch von 2019. Dann den, den ich mir eben gekauft hatte, ist der Gurkli von 2009. Und dann haben wir quasi noch den Gromlok von 2014. Also das sind diese ganzen Pets, die man über die BlizzCon gekriegt hat. Es gibt ja auch noch den warte mal, wo habe ich denn den? Den habe ich mir hier, den Blizzard-Bären. Ich weiß gar nicht, von welcher BlizzCon der war. Wollen wir mal gucken. BlizzCon, da steht da sicher dran. Okay, das steht nicht dran. Das ist wahrscheinlich irgendein, ich glaube 2007 war der. Ich meine 2007 war der und dann. Oder war das.
Oder war das Murloc-Kostüm 2007? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich mache mal irgendwann ein Video, wo ich mich dann auch vorher informiere über die ganzen BlizzCon-Dinger. Aber jetzt hier nur mal im Rande, dass ich euch die anderen noch mit dazu zeige. Genau, sprich, den habe ich mir geholt. Und was ich mir noch geholt habe, das kann ich jetzt mal von der Bank holen. Ich habe das jetzt mal zwischengelagert. Ist ein Toy. Und zwar haben wir hier Aspekt des Dämonenjägers. Das ist auch ein Toy aus dem TCG-Kartenspiel quasi. Und ja, Toys bin ich ja auch am Sammeln und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal an. Das hat mich hier 60 € gekostet. Habe ich auch auf eBay gekauft. Und zwar bei so einem Händler, der die Codes per Mail schickt, was die meisten tatsächlich nicht machen. Und der hockt irgendwo in China oder so. Ich habe sofort den Code gekriegt, alles kein Problem. 60 € gezahlt. Ist jetzt nicht, ist, denke ich mal, so der durchschnittliche Marktpreis. Also das war jetzt kein krass guter Preis, aber da, die haben die Codes halt sofort geschickt, ne? Hab den Code bekommen, alles easy, hab das jetzt schon seit einem Monat auf der Bank liegen, wollte das jetzt für das Video mit dazu nehmen. Und dann habe ich jetzt vor einer Woche die Karte zugeschickt bekommen. Also in dieser eBay-Auktion stand drin, ich krieg den Code, hatte den Code, die Karte ist mir Lachs quasi, weil ich will ja nur das Ingame-Item. Und jetzt haben die mir aus China einfach so die Karte nochmal zugeschickt, wo ich mir denke, ich brauche die nicht, ja, aber naja, jetzt habe ich halt die Karte auch noch. Aber es sind anscheinend kaum Versandkosten. Also aus Frankreich sind die Sachen teurer, als wenn du aus China Sachen beziehst. So, jetzt schauen wir uns das aber an hier. Aspekt des Dämonenjägers. Da wirst du einfach zu einem Demon Hunter quasi. Was jetzt nicht mehr sehr cool ist, aber ihr müsst denken, dieses Toy gibt schon sehr lange. Ich glaube seit Burning Crusade oder Wottle, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und damals gab es halt keine Demon Hunter als spielbare Klasse. Da war das ein cooles Toy. Heutzutage eher so. Ja, ist okay, ja, quasi. Hat 30 Minuten Abklingzeit, du bist quasi dann, ja, 5 Minuten so in Demon Hunter. Ist nett, aber jetzt nicht übertrieben krass. Ja. Aber auch wieder ein Toy mehr in der Sammlung. Und jetzt können wir mal gucken, was mir noch fehlt. Wenn wir jetzt hier einmal auf nicht gesammelt gehen, sind das die anderen Toys, die ich jetzt noch brauchen würde. Wir schauen jetzt auch gleich nachher nochmal bei den Pets nach. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die hier angezeigt werden. Das sind die Toys von dem Kartenspiel. Und dann ist noch dieses unerschöpfliche lila Feuerwerk. Das gab es irgendwo bei so einem Promo-Event von irgendwelchen Fansites. Keine Ahnung, ob ich das nochmal irgendwo auftreiben kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, jetzt würde ich mal schauen, dass wir auf die Zahlen gucken. Ich habe da auch schon mal ein bisschen was rausgesucht. Erstmal hier einmal auf Simple Armory, da kann man ein bisschen gucken. Erstmal hier Flex. Es steht 100% Erfolge dran, obwohl ich nicht 100% habe, aber fast. Wir wollen uns jetzt aber nicht um die Erfolge oder Mounts kümmern, sondern diesmal um die Pets. Und da muss ich jetzt mal hier schauen. Genau, also auf Simple Armory ist das aufgeteilt in Battle Pets. Das sind die, die man fangen kann. Ja, da habe ich alle. Die kannst du in-game fangen. Und das sind quasi nicht die Fangbaren, die du quasi bei Händlern bekommst durch Quests und andere oder Achievements und so Sachen, ne? Und hier seht ihr, habe ich jetzt 811 von 817. Und wenn wir jetzt in-game gucken, also 6 fehlen mir, wenn ich jetzt in-game gucke, werden mir angezeigt 1, 2, 3, 4, 5 nur. Also sprich, da auf Simple Armory ist 1 mehr angezeigt, als mir in-game angezeigt wird. Um es vielleicht gleich mal zu zeigen, was die 5 sind, die mir fehlen, beziehungsweise das sechste, was wir jetzt dann gleich nur auf der Simple Armory angucken. Und zwar, wenn ich die Collectors Edition von Classic kaufe, dann kriege ich drei Pets, und zwar den Zergling, Panda Baby und den Mini Diablo. Also die Classic Collectors Edition, was die letzte Collectors Edition ist, die mir noch fehlt, sind es quasi drei Pets, die ich bekommen würde. Diese Katze, Yennefer oder wie man die aussprechen mag, das ist ein Ingame-Pet, das ist so ein Rätsel. Ich glaube, das hat bis jetzt noch keiner rausgefunden. Ich muss demnächst mal nochmal gucken, ob es mittlerweile irgendwo rausgefunden worden ist. Die gibt es quasi Ingame im Rätsel. Und das andere, was ich mir dann noch kaufen kann, ist dieser besagte Murky. Und der kostet aber ja, sehr viel. Also das Ding ist fast nicht bezahlbar. Und da muss ich mal gucken, ob es irgendwo mal einen einigermaßen bezahlbaren gibt. Keine Ahnung, ob ich den jemals besitzen werde. Aber als nächstes die Classic Collector's Edition, die könnte etwa drin sein. Und wenn wir jetzt mal gucken, was hier die 6 Pets sind. Das eine ist hier Unknown, das ist quasi unsere Katze, die man in-game holen kann. Da weiß anscheinend hier das Ding auch noch nicht, wo es sie genau gibt. Und dann haben wir hier unten die Promotion-Dinger. Und ihr seht schon, das sind alles bei Collector's Edition drin. Das sind die drei, die ich durch die Collector's Edition Classic krieg.
Dann haben wir hier das letzte BlizzCon-Ding. Das ist dieses blaue Murloc-Eye, wo dieser Murky drin ist. Und dann gab es noch ein anderes Pet, was jetzt in-game nicht angezeigt worden ist. Und das ist dieser Tyrael's Hilt. Da kriegt man quasi ein Tyrael-Pet. Wir können uns das jetzt mal auf WoW Head angucken. Ich glaube, da müsste auch ein Bild drin sein. Das ist es quasi. Und ja, da kann man halt auch mit viel Kohle rechnen. Liegt einfach daran, weil es den auf irgendeinem so Turnier, hier, warte mal, hier steht es auch nochmal, Present, Attending, 2008 Worldwide, irgend so ein Turnier ist das quasi. Ja, also es war, glaube ich, in Frankreich irgend so ein Turnier, wo man hätte hingehen müssen, ich glaube Arena oder sowas, und dann hätte man diesen Tyrael bekommen. Heißt, ja, da habe ich leider Pech gehabt. Wir können jetzt auch mal auf meiner Loot-Tabelle gucken und das mal ausdingsen. Ich hatte ja letztens den Spektraltiger mir geholt. Da ist jetzt quasi das schon mal raus. Pets kann ich jetzt den Murky. Nee, wo haben wir den? Hier, nee, den Gurkli. Den hatte ich für 400 Euro angesetzt. Das können wir jetzt tatsächlich ändern, weil ich habe ihn ja hier für 225 bekommen. Das können wir jetzt hier einmal eintragen und die Zeile können wir löschen. Wo haben wir den? Können wir einfach löschen. Jetzt schauen wir mal. Zeile löschen. Zeile. Zellen löschen. Zeile löschen hier. Genau. Jetzt sind wir hier auch wieder bei ein bisschen weniger. Wie gesagt, hier die 600. Ich glaube, das war. Da habe ich mich verguckt gehabt. Da habe ich wahrscheinlich einen anderen gesehen. Der kostet wesentlich mehr. Da sind wir im 4.000-5.000 Euro-Bereich. Zumindest habe ich einen auf eBay gesehen. Ne? Ob so teuer wird der nie verkauft. Aber theoretisch gibt es da halt nicht mehr so viele von. Genau. Und Tyrael, der ist. Ja, ich habe jetzt letztens auch einen gesehen für 1.000 Euro. Was mir aber auch zu viel ist. Ne? Aber die Classic Collector's Edition. Da habe ich eine gesehen, wo die Codes verkaufen für 400 Tacken. Das wäre noch so im Rahmen, würde ich drei Pets kriegen. Da bin ich ein bisschen am Überlegen. Genau. Und was wir dann auch haben, ist hier Demon Hunter Aspekt. 60 Euro, wie gesagt, ist so der Durchschnittspreis. So viel habe ich auch gezahlt. Das können wir auch eintragen unten. Den Demon Hunter Aspekt haben wir jetzt nämlich auch einmal uns geholt für 60 Tacken. Und dann können wir den hier auch rausschmeißen. Dann wird es nämlich auch schon ein bisschen. Weniger. Ich muss immer aufpassen, dass ich nichts Falsches lösche, weil nicht, dass hier die Hälfte weg ist. Ich habe relativ, also so viel Arbeit war es nicht, aber ich will meine Tabelle halt nicht zerstören. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist es, sind es noch, ja, wenn ich mir das Mount kaufen wollen würde, so 800, 900 Euro für den Hahn quasi. Den will ich mir aber per Gold holen. Gut, die Pets, da werde ich mir erstmal die beiden ignorieren und nur noch das Classic-Ding holen. Und als nächstes kümmere ich mich so ein bisschen mehr um die Toys tatsächlich. Hier gibt es auch viele, die Anführungszeichen günstiger sind, da mal 30, 40, 50 Euro zahlst. Da kann ich mir jetzt demnächst mal ein paar Toys holen und dann gucken wir mal, was da noch so rumkommt. Und falls euch das interessiert, was ich bis jetzt schon so ausgegeben habe, kann ich das euch auch zeigen. Also ich habe hier quasi, das sind die bereits gekauften Items über Echtgeld und das über Gold. Ich habe das Gold halt umgerechnet auf die Euro-Preise, weil teilweise habe ich mir halt ein Item in MOP oder noch früher gekauft und dann war natürlich, damals waren 100.000 Gold, war absolut High-End, was jetzt 10 Millionen sind quasi. Also das kann man nicht vergleichen, deswegen habe ich es in Euro umgerechnet, was die Preise aktuell so auf eBay oder anderen Seiten wären, um da einfach ein bisschen was gucken zu können. Genau. Und ich habe jetzt, also ne, das meiste, ihr seht, ich habe mir mehr über Gold geholt als über Euros, aber ich habe auch über Euros relativ viel ausgegeben, vor allem für Mount schon über 2000 Euro. Und wenn wir jetzt insgesamt runterfahren, habe ich knappe 3500 jetzt schon in Euros gezahlt für meine TCG-Sachen und in Gold quasi wären es 6000. Ich habe quasi insgesamt schon 10.000 hypothetisch investiert quasi in diese TCG und diese Sammelsachen, ne? Aber so ganz kann man es wahrscheinlich nicht so rechnen. Ich habe jetzt halt dann die Preise eingesetzt, wie gesagt, die aktuell auf eBay oder Cardmarket und so, also immer so die günstigeren Preise habe ich da quasi für verwendet. Genau. Dann wollte ich noch was anderes gucken. Und zwar, das können wir zumachen. Hier einmal das WoW Leaderboard, das ist eine ganz nette Seite und da kann man auch ein bisschen das mit den Pets gucken, auf was für ein Rang da ist. Zum Beispiel mit den Mounts bin ich gerade auf World Rang 3, ne, von den insgesamten Mounts. Und wenn wir jetzt auf Pets gucken, da können wir gucken, wie viele Pets wer hat. Und da können wir jetzt hier, muss leider auf die zweite Seite gehen. Ich bin jetzt hier bei 1229 Pets, genau. Und wenn ich mir jetzt die drei Pets holen würde, die man über Dings bekommt,
Über die Classic Collectors Edition, dann wäre ich ja bei 2232. Da müsste ich mal gucken, auf was für einen Rang ich dann wäre. 2232, dann wäre ich hier etwa. Ne? Also dann wäre ich auf Rang 10. Was ich dann noch offen habe, ich habe keine Authenticator drauf, deswegen zählt dieses Dingpad, glaube ich, nicht. Dieses, da gibt es so einen Kernhund, glaube ich. Da müsste ich auf 33 kommen, wenn ich den noch hätte. Und das Einzige, was es dann halt noch gäbe, wären quasi diese zwei Pads, die hier zu arschig teuer sind, ne? Also wäre das dann 34 und 35. Und dann gäbe es halt dieses Yennefer, aber das hat, glaube ich, noch keiner. Also wenn ich wirklich alles hätte, also diese zwei Dudes, die müssten anscheinend, glaube ich, wirklich jedes Pad haben. Auch die zwei extrem teuren. Echt krass an der Stelle. Mal gucken, ob ich da irgendwo mal hinkomme. Aber es ist ganz interessant, mal zu gucken, was die anderen so haben. Und ja, Toys könnte man jetzt auch mal gucken, aber ich weiß gar nicht, ob Toys, da habe ich, fehlen mir ja noch einige CCG-Toys, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt um Dreh rum bin. Ja, hier bei 97, 597 Toys. Also das müsste jetzt 98, ist ja noch nicht geupdatet, weil ich ja nicht ausgelockt habe. Aber da haben schon auch ein paar Leute ein paar mehr. Und da muss ich mal gucken, ob man bis da oben hinkommt. Gut, genau, das wollte ich bloß euch nochmal zeigen. Und damit wären wir auch am Ende jetzt von dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen wieder auf den aktuellen Stand bringen, wo ich gerade dran bin. Wie gesagt, ich liebäugel gerade so ein bisschen mit ein paar Toys, beziehungsweise mit der Classic Collectors Edition, die hätte ich ganz gerne noch. Und dann schauen wir mal, was so das Goldmaking auch die nächsten Tage, Wochen, Monate bringt. Und vielleicht gibt es dann auch bald mal ein Hähnchen für mich. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Abend oder was ihr auch immer gerade macht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Teller, bis dann. Ciao.